Hallo Leute, es geht weiter mit Awakening, der Wald der roten Blätter. Wir haben zuletzt allerlei Gedöns hier eingesammelt und sollen den Riesentroll besiegen. Und das Zentaurenkind steht da auch immer noch verzweifelt. Er will da hinten seine Medizin. Wir können gerade irgendwie niemandem helfen. Oder auch so, ich weiß nicht. Ich gehe mal auf die Karte, die glitzert so vor sich hin. Ich will da jetzt auch mal wissen. Aha. Flussufer. Weiß nicht, Ausrufezeichen, es ist schon erledigt oder es hat noch, es gibt noch was zu erledigen. Denn dann, gehe ich nochmal hier zurück. Offensichtlich haben Zentaurenfohlen mit diesem Glas gespielt. Hier ist ein Holzpferd drin. Kriege ich das mit irgendwas auf? Ah, einfach aufkloppen. Holzpferdchen. Was mache ich denn jetzt mit dem Holzpferd? Das Totem sieht sehr bestimmt aus. Ich wäre nicht überrascht, wenn er als Markierung liegt. Das hatten wir schon. Kann ich hier denn noch was machen jetzt oder nicht? Mhm. Ich kann mir jetzt immer noch angucken, aber... So, das Holz versperrt den Eingang. Kann ich das irgendwie wegnehmen? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht, kann ich nicht. Da hinten ist Feuer, da ist auch Feuer. Dann gehen wir nochmal nach vorne. Gehört das Holzpferd hier irgendwie rein? Hm, ich habe keinen Mais. Check das auch hier noch nicht so. Kann ich denn hier jetzt was... Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe ja nichts, was ich jetzt irgendwie hier bearbeiten will, oder? Hm. Eine der tragenden Ketten des Aufzugs. Ach so, warte, ich habe doch eine. Ich muss erst das Loch im Aufzug flicken, bevor ich ihn nutzen kann. Was für ein Loch? Ah, hier kann das Holzpferd rein. Toll, nächstes Rätsel. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Was wollt ihr? Wähle zwei rote oder grüne Teile aus, um sie zu vertauschen. Betätige den Holzpferdknopf, um sie zu bewegen. Bringe die einzelnen Teile so in Position, dass die Form der unbeweglichen Totemgesichter in die der beweglichen Teile passen. Wähle zwei rote oder grüne Teile aus. Und dann kann ich jetzt irgendwie... Kann ich die auch untereinander? Oder wie geht das jetzt? Ich kann sie nur die, okay. Und das muss jetzt irgendwie passen, oder what? Das habe ich jetzt so... Also, ne? Nochmal. Den Holzpferdknopf bewegen. Dass die Form der unbeweglichen Totemgesichter in die der beweglichen Teile passt. Dann will ich jetzt mal wissen... Das hat ja toll funktioniert. So, den vielleicht mal so. Der war ja auch irgendwie nicht richtig. Das war doch jetzt schon mal... Was ist mit dem Grün da? Ach, der da oben, der ist noch nicht richtig. Alles klar. Toll. Das war auch ein komisches Rätsel jetzt, aber hat ja geklappt. Hallo? Ich warte. Ich warte immer noch. Worauf warte ich eigentlich? Ich muss erst das Loch im Aufzug flicken. Okay. Ja, ach so, das Loch. Ja, ja. Okay. Ja. Was brauche ich denn dafür? Holz, was ich nicht habe? Kann ich hier irgendwas so einfach benutzen? Nö, ne? Okay. Es geht schon mal nicht. Er macht da immer noch Radau hinten. Ist okay. Ja, ja. Ja, ja. Es passt schon. Ich glaube, ich muss wohl doch nochmal zurück. Und nochmal vielleicht zurück. Vielleicht habe ich auch hier noch nicht alles erledigt. Hier, da ist nämlich auch immer noch das Rad, das zugewuchert ist. Wie, ich kann das nicht hier... Nimm doch das Rad mit dem Bolzenschneider ab. Warum... Oder hämmer das ab. Oder weiß ich doch nicht, wie du hier... Oder mach die Ranken weg. Oder... Boah. So,
du hier das Seil vielleicht rumbinden und abziehen? Wie willst du denn dann das Rad nehmen? Kannst du das aufhämmern? Kannst du das abschneiden? Oder mit dem Bolzenschneider? Mit dem Bolzenschneider, komm. Du willst ja wohl die Kette abkriegen. Kann nicht wahr sein. Nichts funktioniert hier, ne? Was wolltet ihr hier? Wenn ich neue Löcher in den Baumstamm. Hier, neue Löcher. Oder damit. Oder damit. Hä? Mit dem Dolch? Keine neuen Löcher machen? Warum funktioniert denn hier nichts? In Eule, sag mal, was soll ich machen? Geh bitte zu diesem Schauplatz. Eingang Zentaurenhof. Bring mich hier hin. Gut, hier soll ich irgendwas machen können. Da soll ich was tun können. Hier war ich doch aber schon. Das ist fest verschnürt. Kann ich das... Ah, ich kann das Leder hier abschneiden. Das robuste, tolle Mega-Leder. Was mache ich jetzt damit? Das Holz hätte ich auch gerne. Damit könnte ich... Ja, statt Holz nehme ich das Leder... Nee, Quatsch. Ich, zu dir wollte ich doch gar nicht. Ich kann dir sowieso nicht helfen. Aber ich kann damit das Loch zumachen. Haha. Haha. So, er steht da natürlich wie immer. Egal was ist, er ist immer da. Ein halber Bolzenschneider. Ach so, ich hatte nur eine Hälfte. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Kein Wunder, dass hier nichts funktioniert hat. Der war ja noch gar nicht fertig. Und ein paar merkwürdige medizinische Pilze. Ach, sieh an, sieh an. Hier habe ich auch noch was. Ein Griff oder so. Hier kann ich Gegenstände schärfen, wenn nötig. Den Hammer ja wohl nicht. Und den Bolzenschneider auch nicht. Ja, den will ich gerade nicht. Noch irgendwas hier? Guck mal, hier das Katapult. Voll drauf auf den Troll. Ja, ist voll daneben gegangen. Ah, jetzt kann ich das so ein bisschen... Ich verstehe. Nee, nach vorne machen ist schon gut. Mach nochmal. Triffst du jetzt? Nö. Wieso zielt denn das Ding so komisch? Ja, das klappt super. Mach mal hier hin, weil der geht immer so nach rechts, der Pfeil irgendwie. Nee, ne? Ist auch irgendwie nicht so. Nicht so wirklich. Nee, ich gehe erstmal zurück. Das, wir haben ja Zeit. Wir geben ihm mal die medizinischen hier. Pilze! Would you have something I could use as a bandage? Praise Chiron. I'm in your debt. Verband, ja, hier, das rote Band. Your journey is fraught with peril, dear one. I would join you, but sadly, my wounds are too deep. All I can offer is this tool. May it serve you well. Achso, das war's schon. Ja, gut. Danke für die Axt. Ja. Und? There is evil past this path, my lady. It is evil not to be trifled with. We think that the palace belongs to a very powerful and dark sorcerer of ancient times. Okay, sagst du sonst nichts mehr, sonst dann gehe ich nämlich. Und du? Please save my father. The ogre. Ich habe ihm doch schon geholfen. Was willst du denn? Kann ich mit der Axt das Holz da hinten zerkloppen? Bestimmt, ne? Hahaha. Holzbretter. Laut Etikett soll hier grüne Farbe drin sein, aber sie ist gelb. Tatsächlich. Laut Etikett soll hier schwarze Farbe drin sein, aber sie ist weiß. Mysteriös. Der Holzmaske ist in der Mitte gebrochen. Und? Ich könnte sie wieder zusammenkleben. Kann ich das? Kann ich das? Und kann ich die hier verfärben irgendwie mit irgendwas? Ich weiß auch nicht. Als Markierung dienen. Keine Ahnung. Ich gehe erstmal zurück. Vielleicht kann ich ja jetzt hier mit der Axt auch die... Das Ding... Nein, kann ich nicht. Aber im Bolzenschneider kann ich doch vielleicht... Ja, genau. Jetzt ist das Ding ja auch heile. Was ich vorhin nicht gesehen habe. Holzauge. Mhm.
Wie kriege ich das Rad ab? Mit der Axt? Mit der Axt. Alles klar. Ich kriege hier gerade alles gut hin. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Nur das will sich hier noch nicht tun. Mir erschließen, wie auch immer. Dann gehe ich wieder zurück. Gibt es hier noch was zu tun jetzt? So, was ich jetzt tun könnte? Das Rad. Ich habe immer noch keinen Mais. Hier soll die Maske rein. Die muss ich aber kleben. Ich habe jetzt aber keinen Kleber. Handbohrer. Warum brauchte ich... Wo brauchte ich noch einen Handbohrer? Holzauge. Wo kann ich das einsetzen? Irgendwas übersehe ich gerade wieder. Ach, hier ist noch was. Aha. Was habe ich in Speer oder so? Verbogener Ballistapfeil. Kann ich den da einsetzen? Oder nee, ich muss den, glaube ich, erstmal zurecht dingsen. Nee, biegen. Nee, also nicht schleifen, sondern erstmal wahrscheinlich hier rauf. Und dann gerade biegen. Ich brauche Feuer, um das Metall weich zu machen. Feuer, Feuer, Feuer. Wo kann ich denn Feuer machen? Oder kann ich mir hier einfach Feuer nehmen? Oder wie geht das jetzt hier? Kannst du es... Wo mache ich denn Feuer? Wo, 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 wo? Hm. Gibt es hier eine Feuerstelle, die ich noch nicht gesehen habe? Nee, das ist das Katapult. Da gehe ich als letztes hin. Bin ich jetzt doof? Ist denn hier... Das müsste doch eigentlich da beim Amboss sein, oder nicht? Mensch, Junge, hilf mir doch mal. Ich meine, hier ist ja auch überall Feuer eigentlich, aber das wird ja nicht reichen. Also hier irgendwas... Ach Quatsch, hier wird, soll Mais gemacht werden. Das ist alles voll merkwürdig. Wo, sag mal, Belagerungsklippe. Warum denn hier? Warum soll ich denn jetzt hier? Ich bin hier doch noch gar nicht so weit, oder? Gibt's hier irgendwas, was ich noch machen kann? Ja, ich soll den, glaube ich, abschießen. Vielleicht reicht der Pfeil noch nicht, oder ich weiß auch nicht. Das klappt doch so niemals. Leute, das sehe ich doch. Triffst du ihn mal? Mann. Er ist doch voll dahin. Naja, also so. Geht so dahin geflogen. Der fliegt doch immer voll zur Seite. Gibt's hier irgendwas anderes, was ich machen kann? Weil ich treffe mit dem Ding doch eh nicht. Oder treffe... Oder was? Wenn ich nochmal näher rangehe jetzt. Ja, ich weiß auch nicht. Was, den Knopf soll ich drücken? Ja, mache ich doch schon die ganze Zeit. Ach, jetzt habe ich ihn getroffen. Nee, ist klar. Ja, voll drauf mit dem Stein. Ist klar. Finde einen Weg über das Wasser. Puh, ganz schön schwer. Ich brauche eine Art Hebel, um es von der Klippe zu stoßen. Nee, ist klar, so ein Riesenfels. Ich glaube, wir brauchen eher Obelix dafür. Eine Art Hebel. Hier, Handbohrer. Hammer. Kein Plan. Eine Art Hebel. Kein Hebel. Ja, also ich habe ihn doch getroffen. Ich hätte nur irgendwie besser ziehen sollen oder so. Ich weiß auch nicht. Auf einmal ging es natürlich, nachdem ich den Tipp benutzt habe. Ich habe nichts. Ich habe keinen Hebel. So. Da stehen wir nun. Mit unseren Problemen. Wie... Wo will der Typ Feuer haben? Und selbst wenn ich das Holz da benutze für Feuer, dann... Das reicht ja auch nicht, ne?
und das irgendwie untereinander kombinieren. Oh, sorry, aber ich brauche schon wieder einen Tipp. Warum soll ich denn immer noch dahin? Hä? Warum bin ich nur so dumm? Ach, ich habe ein Bonusobjekt noch gefunden. Ist schön. Hier kann ich etwas schärfen. Ich brauche aber nichts eigentlich, was ich... Ja, was würdet ihr jetzt tun, liebe Kinder? Ihr würdet die Eule nehmen. Und wenn wir einfach das Rad nehmen oder so, das geht auch nicht, ne? Nee, das geht nicht. Ja. Habe ich hier irgendwas übersehen? Einfach mal alles ausprobieren, weil, ne? Ja. Eule, ich habe keinen Plan, was du mir sagen willst, was ich hier gerade machen soll. Ja, der Stein, der wackelt. Das habe ich schon. Muss ich das hier eigentlich... Muss ich das vielleicht an einer anderen Stelle benutzen oder so? Ich weiß es doch nicht. Ich gehe jetzt mit dem Handbohrer zurück. Das mache ich jetzt. Und mache da hinten neue Löcher in den Baum. Das mache ich jetzt. So. Und das funktioniert sogar. Ha. So, jetzt habe ich Harz. Jetzt habe ich nämlich Klebstoff. Ja. Ja, das habe ich gemerkt. Da ist die kaputte Maske. Harz. Zack. Und jetzt habe ich sie nämlich. Es fehlt nur noch ein Auge. Das habe ich auch. Und jetzt habe ich sie nämlich. Und mit der Holzmaske gehe ich jetzt nach vorne. Pack die hier rein und komme nämlich viel besser voran und höre überhaupt nicht auf die Eule. Jetzt habe ich ein Seilrad. Das ist toll. Kann ich denn... Nein, kann ich bestimmt auch nicht. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal und versuche das hier einzusetzen. Das geht natürlich nicht. Kann ich das Seilrad irgendwie schärfen? Muss das geschärft werden? Nein. Ich habe aber immer noch mein Harz. Das ist, There is evil past this path, my lady. Ja, das hatten wir schon. Evil. Ja. There is evil past this path, das ist böse, das ist böse. It is evil not to be trifled with. We think that the palace belongs to a very powerful and dark sorcerer of ancient times. Entschuldigung, musste eben husten. So, warum wird mir hier Sophia eigentlich angezeigt? Ich muss einen Weg über den Fluss finden. Achso, ja. There is evil. Oh ja, jetzt habe ich da aus Versehen wieder drauf geklickt. It is evil not to be trifled with. Brauchst du denn noch was jetzt, oder? A very powerful and dark sorcerer of ancient ja, times. Dann tschüss. Ich brauche eine Art Hebel. Ich glaube, ich habe aber trotzdem immer noch nicht alles erledigt. Also hier muss ich auch noch irgendwie die Farbe ändern. Das geht so aber nicht. Das mit dem Leder hatten wir schon. Da kann ich nichts mehr machen, da kann ich nichts mehr machen. Da kann ich auch nichts mehr machen. Und weiter zurück kann ich auch nicht mehr gehen. Dann ist doch hier alles erledigt, oder? Ja, gut. Hier brauche ich wirklich nicht mehr hingehen. Was habe ich hier noch? Das ist mir auch irgendwie... Er dient als Markierung. Kann ich denn den irgendwie... umhauen? Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich habe auch noch ein Seil... Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Das habe ich mir anders vorgestellt. Markierung. Ja, aber...
Vielleicht habe ich das auch schon erledigt mit den Glasflaschen hier. Ist das Zeichen für Markierung schon gewesen? Ich habe es schon erledigt. Wahrscheinlich, ne? Tja. Kann ich denn die Farbe mitnehmen? Aus den Eimern? Nee. Das geht auch nicht. Brauche Feuer, um das Metall weich zu machen. Ja, dann. Ne? Weiß ich auch nicht. Ich soll, muss hier was tun können. Scheinbar. Hat das was mit dem Rad und so auf sich, dass ich das hier reparieren kann oder so? Soll ich das mit dem Hebel jetzt... Ich soll ja auch nicht hier vorne was machen, ich soll dann im Stein was machen. Das ist, tja. Moment mal, ich habe doch einen Feuerdrachen. Ich brauche doch gar keinen... Doch, brauche ich. Ich könnte das Holz nehmen und damit Feuer machen. Reicht aber, dass ich den Feuerdrachen raufhau. Och, Leute. Ich denke die ganze Zeit, ich soll irgendwo Feuer machen. Das Metall ist endlich formbar. Jetzt kann ich den Bolzen begradigen. Ja, witzig. Scherzkeks, echt. Ich habe voll verpeilt, dass ich ja einen doofen Drachen habe. Wie blöd. So, jetzt habe ich nämlich auch einen Hebel wahrscheinlich. Ah. Und ja, und warum musste ich die Spitze jetzt gerade machen, wenn sie eh nur die Hinterseite nimmt? Das war jetzt... Achso, weil ich den noch hier benutzen werde nochmal. Ein Rad fehlt, so ist die. Okay, das Rad, das habe ich. Was noch? Ich soll ein Seil ranhauen. Hier, bitteschön. Was noch? Ich könnte mit der Balliste ein Seil in den Baum dort drüben schießen. Ich brauche ein Seil und einen Pfeil. Okay. Hier. Hier. Nicht? Warum nicht? Warum jetzt nicht? Warum jetzt das schon wieder nicht? Was? Seilrad? Ist das irgendwie... Fehlt das noch? Hä? Leg das Ding doch da rein. Okay. Dann fackel doch alles an. Ist mir doch egal. Das Rad ist hinter. Das ist nichts mehr zu machen. Ich muss ein Ersatzrad besorgen. Habe ich doch schon. Ach, der ist noch stumpf. Ich sollte vielleicht auch mal lesen. Mann, 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 Mann. So, jetzt aber. Jetzt habe ich der... Ne, oh Gott. Ja, wenn der stumpf ist, dann wird er nicht abgeschossen. Das geht nur mit einem richtig spitzen. Und nur dann bleibt er auch am Baum hängen. Das Seil ist fest. Jetzt brauche ich etwas, um mich am Seil herüberzulassen. Komplizierte Sache. Ich habe es auf die andere Seite geschafft. Ich muss ihm folgen, dem... Bla. Jagd nach dem Monster, der Mutige. Habe ich eine Auszeichnung bekommen? Da freue ich mich natürlich drüber, auch wenn ich jetzt etwas genervt klang hier und da, aber nur, weil ich zu blöd bin, um einige Sachen selber schneller zu merken. Ich hoffe, das hat euch nicht gestört. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part, sonst wird das hier viel zu lang. Außerdem habe ich es jetzt total toll auf die andere Seite geschafft. Mit meinem spitzen, stumpfen Superpfeil. Ja, das müsst ihr mir erstmal nachmachen. Bis dann.